your chair selling to Santos Thema, das Thema heißt Hotel Mama. Und das, das Hotel Mama, das ist nicht Mama, bedeutet nicht hier Mutters Onkel, also Mutters Bruder, unser Onkel. Was ist denn das? Das hat auch nichts zu tun mit einem Hotel, wo die Reisende kommen und die Touristen übernachten. Hotel Mama ist ein umgangssprachliches, ironisierendes Schlagwort für also ein Elternhaus, kann man sagen. Wir wohnen in unserem Elternhaus, in dem, in diesem Kontext, wenn wir Hotel Mama sagen, dann ist das Elternhaus, in dem junge Erwachsene, sogenannte Nesthocker, sie wohnen. Aber auch nach Ende der Adoleszenz, sie sollten eigentlich, wenn sie schon erwachsen sind, dann sollten sie das Haus verlassen. So denken also im Osten die Menschen. Die Gesellschaft denkt, dass wenn diese Jugendliche jetzt erwachsen sind, sie sollten das Haus verlassen und auf eigene Beine stehen. Der Begriff bezieht sich auf die traditionelle soziale Rollverteilung, in dem Frauen arbeiten also im Haushalt und auch wenn die Kinder immer noch da sind, sie arbeiten im Haushalt, sie kochen, sie machen alles und die Jugendliche essen gerne, sie studieren. Also die Frauen sind dann zuständig. Und das geht eigentlich auch um Bequemlichkeit und Ruhe. Ohne Sorgen wohnen wir bei Eltern, im Elternhaus. Und es gibt ja Statistik auch, wo man sagt, im Westen, wenn die Jugendliche, wenn diese junge Erwachsene auch 16 und also 18 Jahre alt sind und in meisten Fällen bis 24 Jahre, sie verlassen das Haus. Sie gehen für das Studium und arbeiten gleichzeitig. Und es gibt auch Statistik, wo die junge Erwachsenen auch also bis 30 wohnen. Zum Beispiel besonders in Italien und Spanien. Und ich spreche nicht über Indien. Hier wohnen wir lebenlang bei Eltern. Wir wollen gerne bei Eltern wohnen. Das ist ja, das nehmen wir garantiert. Also Freunde, ich weiß schon, dass Sie das Thema verstanden haben. Wer beginnt? Wer wohnt immer noch bei dem Hotel Mama? Bitte schon. Ja, gerne. Ja, hallo, guten Morgen alle. Ich heiße Shakti Shekhawat und heute spreche ich über das sehr interessantes Thema. Das Thema heißt Hotel Mama. Es ist Zeit für mich, aus dem Haus meiner Eltern ausziehen. Ja, ich müsste sagen, das Familienleben ist ein Ausland nicht realistisch, aber es war die besondere Hauptstadt von uns Indien. 55% der jungen Generation müssten bei ihren Eltern leben, aber aufgrund der Umstände jungen können nicht mit Eltern leben. Heutige Zeit Bildung ist sehr wichtig und dafür müssen die Jugendlichen an die Höchste Universität gehen und hier studieren und es ist schwierig, dich von den Eltern zu lösen. Die meisten Jugendlichen müssen nach der Hochschulbildung in große Städte gehen, um Karriere zu machen, reisen von dort zu Start und Start und große Start ins Ausland sind so eine notwendiges geworden. Um die Karrierekurve der Jungen zu verbessern. Nach Indian Tradition, indischen Eltern müssen mit ihren Kindern leben. Der Grund ist, dass sie in vielen Situationen wie Mutterschaft, Inhärenz, Zuneigung und Elternschwach nicht gerne ohne ihre jungen Kinder sind. Und nach meiner Meinung, heutige Jungen müssen für Geld, für Karriere ihre Eltern auszusehen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass Eltern die ersten Lehrer sind. Ohne Eltern können wir Geld verdienen, aber ohne sie können wir keine Wissen über das Leben bekommen. Wenn wir mit unseren Eltern zusammen sind, werden wir
सिविलाइटेड बुर्गर und डिसिप्लिनेट क्लेवनिस्ट बेराइट डी फरार्टवर्डुंग डेस हाउसेस इस्ट हालबियर्ट und एजिस्ट लाइस्ट म्योग्लिस unser कारियर है सेल बेवुस्ट सु गेस टेल्टन या दास इस्ट अलस प्रमाणित साइटर Also das heißt, es, Sie finden das sehr vorteilhaft und wollen vielleicht das Haus nicht verlassen. Ja. Ja, im Westen ist ja das anders. Die Gesellschaft sieht das ganz anders. Sie denken, dass jetzt ist die Zeit, wenn, also Vögel haben auch ihre kleinen Tiere, aber wenn dann die kleinen Tiere fliegen können, verlassen sie das automatisch. Bei uns, wir wollen, wir sollten vielleicht auch eigenes Geld verdienen. Die Eltern bleiben natürlich im Kontakt, sie können im Kontakt bleiben. Sie bleiben auch im Westen, aber sie sind dann nicht zuständig für sie, also weiter. Aber das Warum? Ist in den Traditionen, Eltern okay. auch denke für uns, okay, unsere klar. Kinder. Ja. Okay, das heißt, das ist mit Tradition zu tun. Ja, Sie haben vielleicht recht. Genau. Aber wenn die Kinder einmal das Haus verlassen, sie kriegen eigenen Job, sie heiraten selbst, sie gründen ihre Familie. Gründen oder nicht, das ist den Eltern egal. Aber Haus verlassen sie und die Eltern haben dann eigenes Haus wieder für sich selbst. Okay, Freunde, welche Erfahrungen haben Sie? Was denken Sie? Sollten wir das Haus verlassen oder das ist schon vorteilhaft und wir sollten immer leben lang bei den Eltern wohnen? Kunal, bitte schon. Ja, guten Morgen. Und ich denke ganz anders. Vielleicht, wie Sie schon gesprochen haben, das Thema hat mit Tradition zu tun, mit kulturellen Sachen zu tun. So, was in Deutschland oder im Westen gültig ist vielleicht nicht in Indien und was in Indien gültig ist vielleicht nicht in Deutschland. So, das Thema Hotel Mama ist nicht hier in Indien. Eigentlich die Gesellschaftsstruktur hier in Indien ist ganz anders im Vergleich zu Deutschland oder in den USA. Die Gesellschaftsstruktur ist eng verbunden. Wir teilen Sozialkontakte sehr stark miteinander und deswegen könnten wir nicht die Idee vorstellen, dass ohne meine Familie kann ich leben. Okay, das ist ganz gut. Wegen der Arbeit muss ich das Haus verlassen. Aber so einfach, wenn ich 18 oder 20 Jahre alt bin, dann muss ich das Haus automatisch verlassen. Das kann ich nicht vorstellen, in meinem Fall natürlich. Und nicht nur in meinem Fall, vielleicht meisten Menschen denken auch so. Ich weiß nicht über alle Menschen, aber ja. Das ist ja auch hier gültig und das ist und aber das Thema Hotel Mama ist nicht nur das nicht geht um nur das Haus zu verlassen, eigentlich auf eigene Beine zu stehen. Das Thema ist auch gültig und wir machen das schon hier in Indien. Viele Studenten, sie studieren und wohnen bei ihren Eltern und wenn sie Job kriegen, vielleicht wenn sie bekommen den Job in seine Stadt, die natürlich bleiben bei ihren Eltern, wenn sie bekommen den Job außer Stadt, natürlich sie verlassen das Haus. Das ist auch kein umstrittenes Thema. Und aber wegen der Alter muss man das Haus verlassen. Ich verstehe das gar nicht. Ja. Genau, das ist ja natürlich also ganz anders bei uns. Und hier eigentlich, wir sagen auch nicht Hotel Mama, hier Babuji ki Hotel. Also das ist auch ganz anders. Wir können das ja, auch nicht Papa. So übersetzen. Hotel Papa kann man sagen. Hier. Also das kann man auch nicht so übersetzen. Genau. Vielleicht in Westen, die Eltern haben das Thema so entwickelt oder so gestaltet, damit die Kinder auf eigene Beine stehen. Aber hier, wir haben vielleicht andere Methoden gestalten, damit die Kinder oder die Erwachsenen können auf ihre eigene Beine stehen. Vielleicht, die sind die Methoden. Genau. Und unsere Mamas machen so viel für uns. Also nicht nur Brotzeit zu machen. Für Mama immer ist alles geordnet, immer alles zu seinem Platz wiederkommt. Wir machen, also wir schaffen Chaos, aber dann Mama bringt alles wieder in Ordnung. Wir wissen alle, wir verstehen nicht, warum Mama macht, aber sie macht so viel
das Essen für Essen ist das zuständig. Unser Kühlschrank ist immer voll. Wohnung geputzt, das Bett gemacht bekommen wir. Die Wäsche werden auch gewaschen. Wir bekommen so viel. Das ist so, also vorteilhaft. Wir können auch nicht vorstellen, wenn jemand sagt, jetzt musst du dein Haus verlassen. Wir denken, nein, das kommt nicht in Frage. Wir wissen, also meine Mama versteht, sie weiß schon, was mir am besten schmeckt. Also von der Geburt an ist alles so automatisch garantiert und verständlich. Wirklich. Wir wollen gar das Haus nicht verlassen. Aber ist das auch gut für Eltern? Wie soll denn auch vielleicht? Ja, 100%. Eigentlich, wenn wir unsere Eltern brauchen, die waren schon da, aber im Alter, vielleicht im 60er Jahren oder 70 Jahren Alter, vielleicht Eltern brauchen ihre Kinder mehr. Und wegen des Karriere, aber Karriere ist doch wichtig. Ich sage nicht, dass wir sollen unsere Karriere so opfern. Nein, das sollte nicht so gemacht werden. Aber in Zeit des Internets, in Globalisierung, wir können alle Möglichkeiten zu Hause bekommen, dank des Internets. Und wenn man das nicht zu Hause bekommen kann, man kann natürlich ihre Eltern mitnehmen. Eigentlich Eltern brauchen nicht, die Eltern brauchen eine Beziehung, wo sie finden ihre Kinder immer in der Umgebung. Eigentlich, wenn sie uns sehen regelmäßig, sie fühlen sehr, sehr gut. Und die Kinder fühlen auch sehr, sehr gut. Genau. Und Mama ist immer im Spiel. Sie ist da. Wir brauchen sie. Also zum Beispiel, wenn wir krank sind und sie versteht uns so gut, besser als Papa, natürlich. Mama kümmert sich um uns so gut. Wir können uns auf Mama verlassen. Wir wissen, unsere wichtigen Papiere werden am richtigen Ort gelassen. Papa bringt ja das Geld, aber Mama versteht uns also auf alle Weise. Wenn etwas im Haus fällt, wir sehen nur nach Mama. Mama weiß alles. Ja, die Sachen werden bewahrt und genau. Also, Mama ist da, immer. Ja, Freunde, was ist Ihre Erfahrung? Haben Sie Ihr Haus verlassen oder sind Sie immer noch da? Im Hotel Mama. Ja, gerne können Sie Ihre Erfahrung teilen. Wenn Ihr Kühlschrank voll ist, das heißt, Sie wohnen bei Mama. Okay, ansonsten, ich war auch lange als Student allein gewohnt, dann hatte ich keinen Kühlschrank sogar und ich hatte auch nicht genug zum Essen. Also nur Geld spielt nicht Rolle. Wer bringt, wer kümmert, das alles sollte eigentlich richtig geplant werden. Ansonsten bleibt Kühlschrank auch leer. Ja, bitte schon. Und ich möchte auch ein paar Punkte hier hinzufügen, dass man muss auch allein ein oder zwei Jahre oder drei Jahre allein wohnen, damit er realisiert, was bedeutet das Haus, was bedeutet die Eltern, was bedeutet die Unterstützung. Wenn man allein wohnt, dann realisiert man, oh mein Gott, das ist die Wahrheit. Muss man das einmal in das Leben erleben, dann realisiert man, dann respektiert man auch mehr im Vergleich zu die vorherigen Zeit. Ja, Kunal, du hast recht. Also wir sollten das auch verstehen. Wenn wir allein wohnen, dann verhalten wir ganz anders. Und zu Hause haben wir keine Interesse, etwas, also zum Beispiel zu arbeiten. Wir lassen die Schuhe stehen, Boden, also Stühle in einer Ecke. Wir denken nicht viel daran, dass Mama muss so viel tun. Und wenn wir allein wohnen, dann kümmern oder müssen wir um uns kümmern. Wir sollten auch manchmal daran denken und vielleicht bei Aufgaben Mama helfen. Wenn wir allein sind, dann müssen wir, aber wenn wir wieder zurück zu Mama kommen, dann unser Verhalten ist wieder gleich wie früher. Das sollte man auch
Also, wie, warum werden wir so faul? Wir denken, ja, Mama ist da, garantiert wird das alles geschafft. Wir. Ja, Freunde. Ja, das ist wirklich interessant. Aber wir sind so. Weil Papa finden wir vielleicht nicht so cool und gemütlich. Er hilft uns auch. Aber dann Disziplin immer. Alles klar. Richtig, ja. Okay, Jitendra, Frau Kamla, wir wollen auch Sie hören. Ja, ja, hallo zusammen. Hallo. Bitte. Hallo. Ah, ja, hallo zusammen, ja. So, ja, ja. Heute wieder, wir haben ein sehr interessantes Thema. Ja, sehr interessantes. Und ja, diese Thema hat nicht nur unsere Tradition oder Kultur zu tun, aber auch mit ja Entwicklung auch ja beispielsweise Ausbildung. Ja, in Western Ländern ja Eltern sind ja selbstständig und ja selbstbewusst. Und sie haben diese Tradition und Kultur seit langem. Und ja, jetzt fast alle Eltern sind selbstständig. Und so, einerseits ist ja total ja es gibt total Klarheit ja mit einer Seite. So die andere Seite automatisch das machen, lernen und ja, sie auch, ja, Kinder auch versuchen, selbstbewusst sein, selbstständig zu sein. Und das ist ja mit ihrem Kultur. Aber in India, wenn ein Kind wird geboren, das Haus immer gehören zu diese Kind und zum Beginning Anfang wir haben diese Gefühle und ja in India Eltern sind ja auch diese Beziehung ist ja gegenseitig, reciprocal. Und die beide Seiten wollen ein bisschen Hilfe von anderer Seite. Andere Seite. Eltern ja brauchen Eltern brauchen Kind und auch Kind auch brauchen Eltern. Und bei uns, wenn ein erwachsen das Haus verlassen, das bedeutet, dass das ist nicht so gut, nicht so gut etwas solche Dinge zu machen. Aber in Western Kanti, das ist sehr normal. Und wir haben diese Atmosphäre, Environment, das nicht, das kann allow us etwas selbstständig zu sein. Aber wir haben beide Seiten haben so viele Vorteile und Nachteile. Und aber diese Hotel Mama ist ja in Western Country ist ja ein superior step in nach zwei Jahrzehnt zwei Cent aber wir auch diese Tradition folgen nicht nur jetzt aber später wir brauchen diese Tradition auch bitte. Alles klar, gut, sehr schön, ja, du hast recht. Aber Freunde, manchmal habe ich das Gefühl, wir in der Inneren, wir nutzen unsere Eltern aus.
besser gesagt, wir frischen sie aus eigentlich. Wir frischen sie auf. Unsere Eltern machen alles, ganzes Leben. Sie sagen, dass wir machen alles für das Glück unserer Kinder. Wenn sie jung sind, dann sie machen das Gleiche. Wenn sie alt sind, dann auch. Sie sorgen Leben lang. Das ist nicht gut. Wir sollten selbst, wir als erwachsene Kinder, junge Erwachsene, wir sollten selbst an unsere Beine stehen und die Kinder Freiheit sollte so gewöhnt. Ansonsten fühlen sie sich nicht gut. Sie sagen das nicht, aber sie wollen vielleicht auch eigene Freiheit. Das Leben sollen sie auch genießen. Sie wollen das, aber wir sollten das verstehen. Warum müssen sie lebenlang verdienen? Also in vielen Fällen verdienen sie lebenlang. Sie verdienen für sich, dann verdienen sie für uns, also die Kinder, und dann wir haben Kinder, sie verdienen für Enkel, Enkelinnen, und sie sorgen immer. Sie bekommen nur Pflichten, aber die Chance, Freiheit, genießen, das ist vielleicht nicht im Vordergrund. Das liegt irgendwo in der Ecke. Und sie reisen auch nicht gerne. Das ist auch vielleicht der Grund. Sie beschäftigen sich immer mit unseren Aufgaben, unseren Kindern, dass sie keine Zeit haben. Sie haben auch, wenn sie denken, sie bewundern sich, sie haben keine Hobbys. Warum nicht? Weil sie so viel mit uns beschäftigen. Und sie fühlen lebenlang, dass sie sind zuständig. Ist das ihre Schuld, dass sie uns geboren sind? Ja, bitte, Freunde. Wer will jetzt weitermachen? Inzwischen ist auch Savitri. Bitte schon, wir sprechen heute über Eltern und Hotel Mama. Wir sind so glücklich, dass wir lebenlang bei Mama leben dürfen. Ja, bitte. Ja, guten Morgen. Also nach europäischer und amerikanischer Verhältnisse oder Verhaltensweise sind Kinder schon mit 18 erwachsen. Und sie bevorzugen ihre eigene Wohnungen oder Freiheit oder sie ziehen sich aus. Aber auch versuchen die seine eigene Geld zu verdienen auch. In meisten Fällen, das ist. Mag sein, dass die Eltern ihnen dabei helfen. Vielleicht tragen sie auch bei Gebühren oder so. Aber die Jugend obliegen die Selbstverantwortung. Also das ist so in europäischer und auch amerikanischer Länder. Ne? Aber kann man eine Altersgrenze setzen, um sich auszuziehen von seiner Elternhaus? Aber heutzutage, ich glaube, das kann man nicht so sagen. Aber heutzutage, was passiert in vielen Familien und auch in meiner, ziehen sich die Jugend nach ihrer Hochschulabschluss aus. Ne? Was glaubt ihr? Nach meiner Meinung, viele Kinder hier in meiner Familie und auch ziehen sich weit aus nach dem Schulabschluss, um weiter zu studieren und in irgendeine Städte. Und danach bald das Studium zu Ende kommt, dann verdienen sie eigene Geld. Na, dann bekommen sie eine Stelle irgendwo in einer entfernten Stadt oder Ort und dann müssen sie ausziehen. Und das ist selbstverständlich auch. Die Eltern heutzutage nehmen das auch an. Ne? Und ich glaube, allmählich hier das eine Norm geworden, früh auszuziehen.
Ich weiß nicht, was ihr dazu gesagt sagen wollten, aber das finde ich die Norm hier in Kerala und auch in meiner Familie. Meine beide Kinder, sie sind weg mit Aksi. Und ja, obwohl ich das nicht, was ich nöge, ich mag das nicht, aber kann man nicht sagen, ne? Wenn sie in einer anderen Stadt oder eine andere, in anderen Institutionen weit weg von meiner Stadt studieren möchte, dann können wir nicht dagegen etwas sagen. Ne? Zum Beispiel, mein Sohn wollte nach Amerika. Er ist ein Citizen, wie sagt man? Amerikanische? Bürger. Ja, ich habe vergessen. Ja. Und er ist mit Azinia. Hat er umgezogen, muss ich sagen. Und hat er sein Studium danach dort gemacht und arbeitet er auch noch dort. Ich mag das nicht oder ich will das nicht. Aber ich kann nicht in der Wege stehen. Das ist das Trend heutzutage, glaube ich. Und ja, aber der Unterschied liegt darin, dass die Eltern in Indien sind meistens mehr schützend wie ich. Wir sind im Vergleich zu Europäern oder Amerikanischen, da sind wir schützen wir unser Kind, obwohl sie schon erwachsen sind, schützen wir immer noch. Wir denken, das ist mein Kind. Er ist schon 30 oder 35. Jetzt verhalten wir, als ob er oder sie noch ein Kind ist. Aber das passiert nicht im Ausland, ne? Aber genau. Ich glaube, es gibt keine Altersgrenze, um auszusehen. Kann man mit eigener Familie wohnen, damit die Eltern auch sehr zufrieden sind oder das freut uns auch sehr, ne? Dass unsere Kinder bei uns bleiben. Aber das passiert nicht immer. Ja, wenn man Glück gehabt hat, dann ja. Aber sonst nicht. Aber daran müssen wir einverstanden sein, auch die Eltern. Aber früher war das nicht so. In meiner Generation oder jetzt noch heutige Generation ist das so. Das ist meine eigene Meinung. Ich weiß nicht, ich habe gerade hier angemeldet, so weiß ich nicht, was die andere dazu haben wollte. Oder ja, natürlich. Also, Sie haben recht. Also die Eltern machen alles für das Glück der Kinder. Und auch wenn sie einen Job kriegen aus dem Ausland oder aus dem Staat, die Eltern akzeptieren das einfach so, weil sie auch glücklich finden, dass die Kinder glücklich sind. Ja. Aber ich verstehe das nicht. Also wenn die Eltern alt sind, diese Eltern machen alles für die Kinder, vielleicht in der Hoffnung, dass sie also am Abend, bedeutet im Alter, nicht das Haus, also Altersheim suchen müssen. Oder die jugendliche sollten vielleicht für einige Jahre aus dem Haus arbeiten, das ist schon, egal im Ausland oder irgendwo im Land. Aber später, nach einigen Jahren, nach 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, sollten sie oder sie sollten zurückkehren, damit die Eltern auch traurig nicht fühlen. Das Geld ist nicht alles. Ich habe auch, also letzte 10 Jahre habe ich auch getrennt von meinen Eltern gewohnt. Ich habe in Hyderabad, Kalkutta, Bengaluru, Pune, überall gearbeitet. Aber dann, ich dachte, dass Eltern sind jetzt mehr als 60 Jahre alt, ich muss zurückkommen. Das Verständnis muss man haben in unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft ist das anders. Wir sollten das auch. Ja. Nur dann können wir glücklich fühlen. Ich denke nicht, dass wenn man viel Geld verdient und dann ist man glücklich. Natürlich nicht. Mit Eltern und mit eigenen Leuten, die Nachbarn, die Verwandte, Bekannte, da fühlt man glücklich. Natürlich, das kann ich verstehen. Auch wenn man wenig Geld hat.
Yeah, ich würde nie. Yeah. Wenn, man, wenn die, ja. Wenn die, wenn die Eltern jung sind und keine Probleme mit eigener Gesundheit haben, dann ist das okay. Dann kann die Kinder irgendwo gehen und arbeiten. Aber wenn sie Arzt werden, dann oder ungesund ist, dann ist das Problem. Dann und müssen die, denke, die Verantwortungen für die Eltern auch tragen. Ne? Ja, das glaube ich auch. Und aber wir haben, ja, wir haben, also wir, ich persönlich und mein Mann und meine Familie, alle in meiner Familie haben nicht viel Erwartungen für unsere Kinder. Weil wir glauben, das geht nicht einfach, wie wir glauben, wie wir gewünscht haben. Das passiert nicht immer. Damit sind wir einverstanden. Aber wenn wir alt sind, müssen die Kinder uns kümmern. Bisher das, ist das okay. Natürlich. Und wenn man schon, wenn die Eltern 65 Jahre alt sind oder 70 Jahre alt sind, das bedeutet, sie sind jetzt auch schwach. Sie sind nicht so energisch. Sie brauchen natürlich Unterstützung. Sie brauchen jemanden. Sie können irgendwann Hilfe brauchen. Das ist automatisch. Und das, ja. Okay, Freunde, nächste Person bitte. Wir will noch dabei, ja, mitmachen. Ja, Herr Schenny, Sie haben einen guten Punkt gebracht, dass wir legen viel Wert auf Geld. Eigentlich die Eltern auch beibringen, nicht alle, aber ja, in meisten Fällen die Eltern beibringen auch, dass Geld ist sehr, sehr wichtig und das ist, noch, das ist natürlich sehr wichtig. Aber so viel Wert nur auf Geld, dann passiert diese gleiche Situation und diese, diese Fälle passieren natürlich in der Zukunft, dass die, die Kinder wollen nicht mit ihren Eltern bleiben, wohnen, deswegen sie verlassen das Haus und nie wieder kommen zurück und beschäftigt mit Geld zu verdienen. So, wir müssen auch daran Acht geben. Wir müssen auch die Kinder bewusst machen, dass Geld spielt nicht, Geld ist nicht alles in das Leben. Geld ist natürlich wichtig. Wir brauchen das Geld, um überzuleben, aber nicht alles. Wir sollten auch diese gleichen Dinge auch Kindern gleichzeitig mit anderen Dingen beibringen. Du hast recht, Kunal. Wir müssen das von Anfang an, ganz von der Kindheit, das immer wieder. Und ich denke, das wird auch manchmal Tradition. Zum Beispiel, meine Großeltern waren zusammen, ihre Großeltern, meine Eltern und Großeltern haben immer zusammen gelebt. Das habe ich beobachtet. Und jetzt, ich will auch das weiter folgen. Das kommt vielleicht auch so. Nicht immer, aber dann in heutiger Zeit wollen alle also viel und immer mehr Geld verdienen. Und dann, sie verlassen andere Werte. Sie legen nicht Wert an Beziehungen und also in einigen Fällen. Das sollte irgendwie indirekt kontrolliert werden. Also das sollte nicht gesagt werden eigentlich, aber was wir machen, was wir sagen, dann beobachten die Kinder schon. Dann kann vielleicht das so beigebracht werden. Ich bin nicht sicher, aber ich bin auch nicht sicher, ob meine Kinder bei mir bleiben werden. Aber ich werde bei meinen Eltern bleiben. Da bin ich sicher. Ja, interessant. Wenn ich sage, meine Kinder bleiben vielleicht bei uns nicht, dann hat meine Frau manchmal Angst. Ich sagte, dass wie Frau also Savitri gesagt hat, wir sollten nicht viele Erwartungen haben, ansonsten werden wir sehr traurig. Wir sollten auch so bald wie möglich uns fasten lassen. Das kann so passieren, aber trotzdem, ich weiß nicht, ja, okay, alle, ja, was denken die anderen Freunde bitte? Ashutosh ist da, Govind ist da, vielleicht würden Sie auch was sprechen. Ja, Sir. Wohnst du bei Eltern oder allein? Ja, Sir. Ich fühle diese herausfordernden Zeiten wie Covid-19. Mir ist klar, dass ich so beschäftigt mit meiner Arbeit war, dass ich meinen Eltern nicht mehr als ein oder zwei Stunden geben konnte. Ich denke, wenn jemand keine berufliche oder Bildungs,
bezogene heraus vor derung hat sollte man verschen verschuken bei den eltern im elternhaus zu bleiben. Das ist alles für heute. Ja, und das finde ich auch interessant. Wir fühlen uns sicher. Besonders jetzt, du hast gesagt, Covid-19. Also, als das heraus, also gefunden wurde, dass jetzt für einige Monate muss man zu Hause bleiben. Und dann haben auch diejenigen bei uns, besonders in Rajasthan, also Kinder, Erwachsene waren in unterschiedlichen Staaten, aber sie ging zurück nach Hause. Sie wissen schon, dass die Eltern können das besser schaffen. Also sie fühlen sich einfach wohl, auch wenn die Eltern eigentlich nicht machen oder machen können. Automatisch fühlen wir Geborgenheit, Sicherheit. Das Gefühl ist immer da. Und wir denken, wir haben eine Energie, ja, alles kann geschafft werden. Wir schaffen schon, weil Eltern da sind. Das ist wirklich ein Sicherheitsgefühl. Ja, Freunde, also noch jemand hat solche Gründe, was sind die Nachteile? Ich denke, es gibt auch viele Nachteile, wenn wir immer bei Eltern wohnen. Wie Kunal auch gesagt hat, wir sollten irgendwann das Haus verlassen, vielleicht für einige Jahre. Nur dann stehen wir auf eigene Beine oder wir verstehen die Welt besser. Und dann verstehen wir auch es besser, warum die Eltern so wichtig sind. Wenn man allein irgendwo lebt, dann muss man alles selbst besorgen. Zu Hause ist das nicht so. Zu Hause, die alle Ministerium sind bei Eltern. Mama ist Innenminister, Haushaltminister, Kulturminister, Vater ist Außenminister, Premierminister. Ja, also wir denken, wir müssen nichts tun. Verteidigungsminister ist auch der Vater. Also, was sind Nachteile, wenn wir nicht wenn wir immer bei Eltern wohnen? Ja, Freunde. Bitte schon. Ja, darüber habe ich etwas zu sagen. Ja, okay, Nachteile sind viele. Mindestens, wenn wir bei Eltern wohnen, die Frau hat viele Probleme. Meine Frau zum Beispiel hat viele Probleme. So, ich bin der Sohn der Eltern, so kann ich mit ihnen einfach zurechtkommen. So, das ist einfach für mich. Aber für meine Frau ist das nicht so einfach. Und meine Frau hat viele Erwartungen, meine Eltern haben zu viele Erwartungen und eine Bilanz zu finden ist immer schwierig. Wir haben zum Beispiel versuchen, jede Wochenende ein Meeting zu haben und unsere Probleme und andere was sagen wir, Issues, wie sagt man? Was haben Issues. Also Themen, es gibt viele Issues. Themen, Probleme. Ja. Ja, viele Themen, ja, über die, über which, über die wir viele Probleme haben. So wir versuchen in einem Meeting alles zu diskutieren. Aber das geht nicht so lang weiter. So das ist sehr schwierig. So, das ist eine Nachteil, das ich hier nennen wollte. Ja, da hast du recht. Das ist wie Sie gesagt haben, Devkan, wir müssen so viele Erwartungen nicht haben von unseren Kindern. Und auch die Eltern auch von uns nicht so viele Erwartungen haben. Aber es wäre sehr schön, wenn ich mit
meinen Eltern, mit meiner Frau und mit meiner Tochter, meiner Frau zusammen bleiben könnte. Ja, das glaube ich. Aber manchmal ist das schwierig. So, ich glaube, dass als wir älter werden, müssen wir bereit sein, in Altersheim zu bleiben. Das glaube ich. Okay. Ja, du hast recht. Wir suchen schon. Einmal mein Mann sagt immer, ich werde nicht mit meinem Sohn gehen. Und ich möchte das auch nicht, dass mein Sohn zu uns kommt. Jetzt so bringen wir ein Altersheim oder irgendwo hin, wenn man alt ist. Aber damit bin ich nicht so einverstanden. Das ist auch nicht so gut. Ne? Altersheim ist auch man weiß nicht, ne, wie das. Ja, wie sie uns kümmern, genau. Ja, wir müssen uns kümmern. Und ja, was passiert in Altersheim? Gott weiß. Ja, Govind, du hast wirklich recht. Das ist ja auch eine harte Realität. Manchmal, so zum Beispiel, also Frau und dann Mutter. Inzwischen gibt es manchmal auch Probleme und das ist überall eigentlich. Du hast recht, dass wir wohnen seit ewig, also von der Geburt, wir bedeutet also Jungen, wir wohnen seit ewig bei Eltern und dann inzwischen haben wir gute Verständnis. Aber Frau kommt erst nach der Hochzeit. Also das heißt, sie bekommen genug Zeit. Und da ist Rolle von einem Mann sehr wichtig. Zum Beispiel in meinem Fall auch manchmal, wenn ich sehe, etwas geht heute nicht gut und dann ich schaffe das. Also mit Technik zum Beispiel, ich muss dann inzwischen diese Bilanz haben. Nicht immer bei Frau sein, nicht immer bei Mutter sein, aber inzwischen irgendwie das schaffen. Das ist auch unsere Pflicht. Das wirklich, das ist auch nicht ein Ziel. Ich hatte auch so viele Probleme mit meiner Mutter, Schwiegertochter. Schwiegermutter. Okay. Aber das, sie ist sehr alt jetzt und nach und nach, das geht. Man gewohnt sich daran. Oh. Ich bin daran gewohnt, mit meiner Schwiegermutter sagen und was noch. Ich höre nicht zu. Und ich sage nicht, auch nicht. Genau. Also das ist auch vielleicht ein Machtkampf zwischen Sassusi und Bohu. Ich sage kein Wort zu meiner Schwiegermutter. Eigentlich, meine Eltern haben schon sich entschieden, in einem Altersheim zu bleiben. Aber ich versuche weiter, nicht dahin zu gehen. Ich darf das nicht erlauben. Aber wie geht es weiter, weiß ich noch nicht. Wir müssen weiter darüber diskutieren. Aber ich denke, eine Lösung vielleicht ist, sie können auch manchmal in Altersheim bleiben und auch wenn das sie in einem Altersheim nicht zurechtkommen können, können sie zurückkommen und auch wenn sie haben Probleme hier, sie können auch einige Monate in Altersheim bleiben können. So eine solche Lösung will ich finden. Was denken Sie darüber? Das ist möchte wissen von euch. Eigentlich, ich wurde auch einige Male als Sarvan Kumar genannt. aber ich denke, dass... Wir können Lösungen... Eltern tragen.
Nein, eigentlich meine Frau sagt das, du bist Sarun Kumar, also du kümmert mehr um die Eltern. Das ist eigentlich nicht der Fall, meiner Meinung nach. Ich bin ja inzwischen und ich versuche auch immer, die beide Seiten glücklich zu machen. Aber dann, es gibt ja Limit. Ja, das ist immer so. Frau sagt, du kümmerst dich immer um ihre Eltern und die Eltern sagen, du immer kümmert um die Frau. Ja, aber Zeitkontrakt, wenn wir gute Beziehungen, also zum Beispiel, wenn ich gute Beziehung mit meiner Frau habe, dann hört sie auch zu, natürlich. Wir sollten richtigen Respekt geben, meiner Meinung nach. Wenn wir einander gut respektieren und die etwas besorgen, was gebraucht ist, und dann und auch ein bisschen hart sein. Zum Beispiel, wenn es um meine Eltern kommt, dann sage ich, nein, das geht nicht. Also ich respektiere sie, ich liebe sie sehr, aber das bedeutet nicht, dass ich meine Eltern in die Ecke stellen kann. Das geht überhaupt nicht. Aber wenn, das kann auch eigentlich nicht über Nacht so sein. Das sollte von Anfang an, zum Beispiel als ich verheiratet war, wir hatten schon einige Regeln gemacht. Also zum Beispiel gegen Eltern sollte nicht gesagt werden. Zum Beispiel, ich darf auch nicht gegen deine Eltern sagen und du darfst auch nicht gegen meine Eltern. Wenn es Probleme gibt, dann sollten wir zusammen sitzen, darüber diskutieren und wir finden Lösung. Bestimmt, wenn wir offen sind, wir müssen auch in der Familie bedeutet Toleranz. Wir müssen auch das tolerieren. Das kann nicht sein, dass, also, wenn jemand etwas gesagt hat, dann muss das, der Mensch aus dem Haus gehen. Das geht nicht. Wir müssen vielleicht einige Tage auch. Und manchmal muss man auch denken, wann man antwortet. Zum Beispiel, ich weiß manchmal schon, dass meine Frau ist jetzt ein bisschen böse auf mich und sie fragt, du musst antworten, dann antworte ich nicht gleich. Ich weiß, dass sie ist jetzt so böse auf mich, ich muss warten. Und also nach einiger Zeit, wenn ich antworte, bis dann ist sie nicht mehr so böse auf mich. Und dann ist das geschafft, das wird geschafft natürlich. Ja. Sehr tolerant. Genau, ja, wir müssen das auch verstehen. Okay, ja, genau. Eigentlich, es gibt viele Probleme, auch wenn wir in der Familie sind. Aber wenn wir Familie verlassen, das ist eigentlich sehr, sehr schwierig. Langfristig wäre das negativ. Kurzfristig fühlen wir uns gut. Oh, wir haben das Haus verlassen und wir wohnen glücklich. Aber wir fühlen uns drin nie glücklich. Wir haben Gefühle. Also wir sollten nicht den Weg schneiden. Wir sollten immer positiv. Auch wenn wir das Haus verlassen müssen, das sollte auch vielleicht elegant. Sie sollten auch nicht verletzt fühlen. Damit wir immer Chance haben, zurückzukommen. Ja, okay. Genau, also das Thema ist wirklich, ja, harte Realität und man muss das auch akzeptieren. Ja, Freunde, haben Sie noch etwas zu sagen? Diese Weise können wir auch, eigentlich alle haben Probleme, alle haben auch Lösungen. Aber wenn wir wohnen in ganz Indien an unterschiedlichen Orten, aber diese Weise können wir auch indirekt unsere Probleme diskutieren und dann bekommen wir auch Lösungen. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, manchmal Altenheim ist auch eine Lösung. Ja, kann sein, natürlich. Wenn es Suizid ist, wenn wir das nicht lösen können, dann ist das, ja, beste Option. Genau, ja. Und ich habe auch das Gefühl, heutzutage manche Jugendliche, Jungen heiraten nicht, weil sie Angst haben. Sie denken, dass ich kann nicht meine Eltern verlassen und ich bin nicht sicher, wie wäre meine Frau und wie schaffe ich das alles. Ich bin allein glücklich, oder?
Ja, nur einige Leute, nicht so viel. Genau, genau. Okay, also vielen lieben Dank, Freunde. Wir haben ja gut gesprochen über das Thema auch. Und Sie können auch welche Vorschläge machen, worüber würden Sie sprechen? Dann sprechen wir mit Interesse. Und alle wollen.